Willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Wir spielen. Was ist das denn? Basislager? Aber da ist so ein. Egal. Wie gesagt, willkommen zurück. Machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Wir waren in dem Herausforderungsgrab zuletzt drin gewesen. Und heute wird es unser Ziel sein, hier der Mission endlich mal ein bisschen weiter zu folgen. Das haben wir ja beim letzten Mal ein bisschen außer Acht gelassen. Deswegen gehen wir jetzt wieder in die Sowjetanlage hier unten rein und werden dort mal schauen, wie es weitergeht. So, Bogen ist voll. Ich wollte gerade mal sehen, ob wir vielleicht doch mal wieder Holz abarbeiten können, wenn wir vorher noch was herstellen, aber hat sich jetzt erstmal noch nicht so ergeben. So. Upsala. Aber ich wollte sowieso gerade irgendwie nicht so wirklich unbedingt dahin. Ich wollte vorher noch was rausbekommen. Egal. Unser nächstes Ziel. Oh, verdammt, wir müssen hier lang. Wird es dann sein? Da waren, glaube ich, zwei solche Sachen, die man noch wegbrennen konnte. Dafür nehmen wir auf jeden Fall hier schon mal die Schnapsflasche mit. Upsi, das war so nicht geplant. Gut. Ich habe vergessen, wo man da dran drücken musste. Machen wir erstmal das Ding da auf. Und gucken uns da oben mal um. War die richtige Entscheidung. So, ein paar Schraubenmuttern wie immer. Eifriger Lerner sind wir auch. Sowjetische Erkennungsmarken, Standardausführung. Der Name lautet Juri Ravdonikis. Das Wort verurteilt wurde auf die Rückseite der Marke gestanzt. Und woran sieht die, wie der Typ heißt? Das kann ich hier dran nirgends feststellen, irgendwie. Egal. Jedenfalls haben wir wieder ein bisschen Russisch gelernt. Dafür haben wir das ja nur gemacht. Hier unten. Da unten drin. Naja, wir machen das erstmal kaputt. Danach schauen wir mal ganz kurz hier ein bisschen unten so von der Seite rein. Da sehe ich was. Von dem Haus da könnte man das wohl irgendwie schaffen. Aber wie komme ich da hin? Komme ich da von dem Haus hier rein? Halt mal. Ich könnte garantiert Stoff hier mitnehmen, genau. Ah, von unten dann wahrscheinlich wieder mal. Das können wir dann machen, okay, interessant. Werden wir dann auch, aber ich will erstmal mich ein bisschen hier noch umschauen. Der Held der Sowjetunion Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Heldentaten im Gulag, naja. Naja. So, guck mal doch mal, was hier drin ist. Hey, zwei Patronen. Noch ein sowjetisches Schild. Wir sind fast bei Stufe 3 und dann können wir den verdammten Monolith endlich entziffern. Wird bald soweit sein. So, machen wir erstmal das kaputt. Und gehen hier runter. Wow, das war so nicht geplant. Verdammt.
Tatsächlich würde ich gerne da irgendwie hochkommen. Fragt sich aber wie, ne? Dort kann man da irgendwie rüber, kann man da irgendwie springen im letzten Moment? Also mir wäre da nichts aufgefallen, leider. Gibt es da wie sonst eine Möglichkeit hochzukommen? Probieren es mal von hier aus. Von hier vielleicht? Auch nicht, ne? Und das da irgendwie aufschießen oder sowas geht auch nicht, ne? Probieren wir es mal. Moment. Irgendwo, von irgendwo aus muss ich doch daran. Muss ich doch von irgendwo was schießen können, oder? Seht ihr hier was? Ich sehe nichts. Mann! Ich habe das Gefühl, ich verpasse mal die Hälfte vom Spiel. Von da oben? Ist doch zu weit, oder? Und durch das Gitter vor allem. Also das glaube ich nicht. Stehen jetzt direkt darüber. Aber von dort aus höchstens. Und wie komme ich dahin? Von hier oben? Okay. Aber dann muss ich ja auch erstmal irgendwie hinkommen. Von da nach da, von da nach da, von da nach hier unten. Okay. Gottes Willen, kann ich mir das alles merken? Ich glaube ja nicht, aber. Da hoch müssen wir. Guck mal doch mal, ob man da und wie wir da überhaupt erstmal hinkommen. Ist ja dann das nächste Rätsel. Mann, 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 da muss man einfach ausplanen hier, das ist ja Wahnsinn. So. Aber immerhin haben wir erstmal einen Plan. Inwiefern der aufgehen wird, wissen wir natürlich noch nicht. Aber. Hui, war mal hier schon. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass man hier hochgehen konnte wohl. Na gut. Gucken wir uns doch mal hier oben um. Und hier kommen wir bestimmt. Wieder Muttern mitnehmen, okay. Ich wollte gerade sagen, kann man bestimmt wieder nichts mitnehmen. Hier hängen. Kann das jemand lesen? Falls ja, schreibt das mir mal bitte drunter, was das da bedeuten soll. Das würde mich echt interessieren. Bestimmt irgendwas mit Verräter oder so. Na gut, wobei Verräter eher nicht, ne? Das ist irgendwie. Keine Ahnung. So. Bam. So rum. Jetzt hier hoch. Okay, was ist das hier? Wo kann man hier hin? Ach, hier könnte ich wieder auf das andere Seil aufspringen. Alles klar, das wollen wir ja gerade gar nicht. Wir wollen hier hoch. Ein Vogelnest. Guck mal jetzt. Nö. Okay, scheinbar brauchen wir, wenn wir Seilpfeile schießen, nicht wirklich welche. Puh. Wieder ein bisschen was geschafft. Und jetzt dahin. Und was liegt dort? Munition. Und dann haben wir es. Das ist mal wenigstens, wofür wir es gemacht. Wow. Muss man kleiner mal schnell reagieren hier.
So. Da haben wir das geschafft. Ich bin jetzt zwar stolz auf mich ein bisschen, dass wir das hinbekommen haben, aber. Uah, meine Güte. Ich habe ein Glück, dass ich nicht du bin. Obwohl, andererseits. Ich bin als Mann eigentlich ganz zufrieden mit mir so. Aber von der Sportlichkeit, ja, würde ich mich nicht beschweren, wenn ich da ein bisschen mehr drauf hätte, ne? War man da nicht schon drin? Scheinbar nicht. Habe ich das schon gesehen? Wollte ich hier nicht rein? So, dann gucken wir mal weiter, wo es jetzt hingeht. Wir haben ja jetzt scheinbar erstmal soweit alles erledigt. So, und jetzt? Wow. Das war mir jetzt nicht bewusst, dass man das damit vorhatte. Kann ich das jetzt einfach dort wegziehen? Ach so, ich dachte gerade. Und wo, wie soll ich denn dort ein Seil überspannen? Das hätte ich mir nicht im Traum getraut. Wie krass. Sollen wir jetzt da drunter oder was? Oder hoch? Wahrscheinlich eher hoch, oder? Kann man da runter gucken? Das hätte auch nirgends hingeführt, glaube ich. Schon richtig, wo wir sind. Wird schon richtig sein. Seht ihr, jetzt bin ich ja immer noch nicht dort gewesen. Ob man zu dem Relikt kommt, weiß ich noch nicht. Ob man da springen kann, wenn man irgendwo runterrutscht. Gilt es noch auszuprobieren. Holz können wir eh nicht aufnehmen. Aber ich will das jetzt nicht sofort machen mit dem Runterspringen. Ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich der beste Zeitpunkt noch wäre, bevor ich hier weitermache. Aber. Puh. Ich sage euch ganz ehrlich, so wichtig ist mir das Relikt jetzt nicht, dass ich danach gleich nochmal den ganzen Scheiß Weg laufe. Alle möglichen Artefakte passt zur Beschreibung aus den Sowjet-Infos. Hier müssen sie zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon Spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Aber der Kontakt zum Suchtrupp unten ist gerade abgebrochen. Tschüss. Ist ja leider runtergefallen. Muss nur gerade mal schauen. Also wenn, dann muss es wirklich was mit dieser Sprungschanze zu tun haben. Es gibt dort, soweit ich das sehe zumindest, ist es von dort, hätten wir es noch probieren. Ah. Ja, wir machen das dann noch. Aber jetzt will ich erstmal gucken, was hier passiert. Wir hätten den natürlich erstmal ausquatschen lassen können, aber dann wäre die Gefahr gar da gewesen, dass er sich irgendwann nochmal umdreht. Da hoch gehen wir gleich. Aber jetzt will ich erstmal wissen, was hier oben ist. Ach du Donnerlittchen. Wir gucken uns das dann nochmal an. Erstmal versuchen wir jetzt hier an die Leiter zu kommen. Oder kommen an die Leiter, besser gesagt, weil das ist. Wenn man das hier verkackt, dann spielt man das falsche Spiel. Da kann man hoch. Das sehe ich sofort. Guck mal doch mal um die Ecke. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier hinkommen, aber erstmal schauen, ne?
Warte mal ab, Lara. Ich will erstmal gucken, wo hätte sie uns dort unten hingeführt. Wahrscheinlich auch zu irgendwas Interessanten. Ach Mist. Bis hier oben ist doch der richtige Weg. Aber hier ist noch was. Auf jeden Fall. Immerhin das. Ja, ich finde es von hier aus wäre es jetzt der kürzere Weg, deswegen habe ich das schnell gemacht. Ja. Jetzt gehen wir doch erstmal unten lang. Ich meine, die Leiter ist ja gar so offensichtlich. Das muss also der Hauptweg sein. Das hier ist definitiv nicht der Hauptweg. Deswegen denke ich, dass wir von hier nochmal eine Chance haben, was Besonderes zu sehen. Da ist zum Beispiel eine Kiste, die man mit dem Dietrich aufmachen muss. Öffnen muss. Compound-Bogen, Teil 3 von 4. Na, das ist es doch mal was. Ach, geil. Kann man von hier aus da runterschießen? Warum nicht? Müsste eigentlich gehen, geht aber nicht. Wer hätte es gedacht? Nein, ich weiß natürlich, dass das hier so geplant ist, definitiv. Aber... wo führt dann das andere hin? Das ist einfach der leichtere Weg, oder was? Ist beides möglich? Okay. Na gut. Dann gehen wir mal hier rüber. Oh, die haben wir schon gesehen. Na dann können wir auch Schnellfeuergewehr umschalten. Gib mir Unterstützungsfeuer, jetzt! Ich hab sie! Wo ist der letzte? Gott, so weit drüben. Mist, so weit kommen wir jetzt nicht. Gesessen. Müssen wir uns doch mal heilen. Abgefackelt. Mal doch mal hier raus. Ah, okay. Das machen wir auf jeden Fall schon mal fest. Ich weiß. Da geht's wieder um die Ecke. Ich will aber erstmal hier lang. Jetzt habe ich hier viel. Das ist immer das Schwierige, ne? Wenn man hunderte Entscheidungen treffen muss, zugleich quasi.
Welche Richtung will ich? Wo? Warum will ich dort lang? Und überhaupt? Was mache ich hier? Ist immer schwer. Aber wir müssen dann halt eine Entscheidung treffen, bevor wir dann ewig lange überlegen. Können wir es auch einfach machen. Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen. Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. So, wieder was Neues rausgefunden. Ich glaube, jetzt haben wir sogar Russisch Stufe 3 gelernt. Kann das sein? Oder habe ich mich jetzt... Bin ich jetzt etwas zu euphorisch? Nee, scheiß drauf, ey. Jetzt, ja. Wenn man hätte hier hochkommen können, es wäre halt auch über diesen versteckten Weg gegangen, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt einen relativ offensichtlichen gewählt. Selbst hier gibt es scheinbar verschiedene Wege hoch. Ah, ich wollte doch gar noch nicht so weit. Okay, wir machen das noch. Und dann... Ach, wir kommen später sowieso nochmal runter. Glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher mittlerweile. So wie das hier dauernd hin und her geht, kann ich mir nichts anderes vorstellen. Wir machen also erstmal weiter. Wir wollen ja auch langsam mal den Jacob wiederfinden, ne? Okay. Also langsam habe ich das Gefühl, man wird sich am Ende... Hoppala. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier die Leiter hoch. Mal an, was es gibt Probleme. Steht. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt, ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitsverweis, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity, sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Okay, auch hier misstraut jemand immer stärker. Trinity, das ist ja erstmal gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob das für ihn... nicht einfach schon zu spät ist. Hat jemand hier gerade irgendwo... irgendwie... Aha. Ich will da hin. Aber dafür brauche ich eine Buddel Schnaps oder sowas. Oder irgendwas anderes Explosives. Ich weiß, was ich hier machen kann. So. Aber... ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Also, mir fehlt hier gerade das Werkzeug. Das da unten konnte ich nicht mehr aufnehmen. Ich will jetzt nochmal kurz schauen, ob wir hier irgendwo was finden. Was passendes. Ich meine, hier waren ja auf jeden Fall Flaschen. Nur weiß ich nicht, ob ich die so weit mitnehmen kann. Ich werde es probieren.
Wenn es klappt, dann ist schön. Und wenn nicht, dann nicht. So, hier ist eine Flasche. Hier, soweit hat es schon mal geklappt. Das ist schon mal gut. Jetzt muss man einfach nur den leichtesten Weg nach oben wählen. Und dann sehe ich eigentlich eine gute Chance, dass wir die Flasche mit hochnehmen können. So, da haben wir sie dabei. Na, das klappt doch. Können wir auch anzünden. Und war kaputt. Durch. Da bin ich nicht so zickig. So. Hey. Das ist doch ein Level-Up, oder? Die Pillendose eines Mannes, verziert mit Hammer und Sichel. Wo hier steht, dass ich irgendwie noch versteckte Informationen darüber herausfinden kann? Sehe ich hier leider gar nichts drauf. Heranzoomen. Das Innere ist mit Rückständen versehen und riecht stark. Irgendeine Art von Amphetaminen. Suchti. Irgendein Suchti also. Okay, ja. Ah, erst wenn man von hier gekommen wäre. Aber gut zu wissen. Aber wie komme ich denn da hoch? Ist da denn ein extra Weg? Habe ich irgendwas übersehen mal wieder? Nö, ne? Diesmal nicht. So, und zack. Lara, sind Sie da? Ich komme hier nicht weg, Lara! Sie müssen nach! Jacob! Man muss das sagen, oder? Oder gerade nicht? Mist! Sie sind schon drin! Bogen freigeschaltet. Zu einfach! Ja. Lass mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneidbrenner? Schon dabei. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. Ich glaube, da draußen ist die... Wir werden angegriffen! Durchsuchen und säubern. Los geht's. Sind hier. Da! Schieß doch! So. Damit hätten wir auch die erstmal aus dem Weg geschafft. Weil jetzt hat uns doch einer gesehen gehabt. Das war natürlich so nicht geplant. Haben wir ja schon Pfeile hergestellt? Nee. Das hätten wir erst machen sollen und dann das Holz aufnehmen. Dann hätten wir wahrscheinlich sogar mehr aufnehmen können, aber ist egal. Wir sind eh schon wieder voll mit allem. Hätten wir hier warten sollen, bis sie das aufgeregt haben? Wäre das sinnvoll gewesen? Ah, das hätte man bestimmt anzünden können, aber hier alles explodiert. Schade, schade, schade. Das haben wir gerade feststellen dürfen. Hab sie, weiter feuern! Hier, Leiter! Da ist sie! Feuer frei! Nur du und ich! Das ist richtig. Bis jetzt hat das noch keiner irgendwie geschafft. Da.
So. Wow, da ist ja noch her. Mann. Scheiße. Das war knapp. Also, nicht gefährlich knapp, aber den hätte ich fast übersehen. Jetzt brennt hier alles. Wahrscheinlich, weil ich versehentlich so eine Gaslampe gesprengt habe. Na komm. Greift sie raus! Brauche Verstärkung! Ich geb dir das! Oh Mist, zum ersten Mal glaube ich, sind wir durch gegnerischen Beschuss gestorben. Vielleicht sollte man nicht ganz so sehr daran festhalten. Wow, wie habe ich das gemacht? Habe ich dem gerade beim... Okay. Moment. Das konnte man auch zu einer Springpfeile verwandeln. Den haben wir erwischt. Nehmen wir das hier noch mit. Zumindest erstmal so gesagt. Das war natürlich nicht clever von ihm, da weiß ich, auf was ich aufpassen muss. Ah, hier wäre Wasser gewesen. Wasser oder Öl? Habe ich jetzt auf die Schnelle nicht erkennen können. Ist ja auch egal. Erledigt ist erledigt. Hier kommen wir nicht lang. Das sah gerade so komisch aus irgendwie, deswegen wollte ich mal ausprobieren, was dort sein könnte. So, finde ich man ja, wow. Gib mir Unterdrückungsfeuer, jetzt! Feuerschutz! Was jetzt? Ich habe Sichtbestätigung. Tötet sie. Sofort. Ja, Sir. Ausschwärmen. Wir haben sie umstellt. Das sehe ich mir an. Auf ihre Flanke. Verdammt. Wir sind einer weniger. Hier irgendwo eine Chance durchzukommen oder was machen wir gerade hier? Stehen wir unter Zeitdruck oder haben wir Zeit oder was? Also klar, es sieht erstmal nach Zeitdruck aus auf jeden Fall. Was ist hier unten los? Alles. Ich will einfach, um Gottes Willen, die heiße Leiter jetzt anfassen. Na ja, gut. Sie hat die Handschuhe an. Alles gut. Erstmal die scheiß Flasche weg, damit wir gleich hier den Pfeil abschießen können. Und runter. Verdammt. Ein Messer am Rücken tut weh. Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind Sie okay. Ist das der Weg hindurch?
Ja. Hoffen wir es. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Darf ich mich jetzt hier nicht mehr umschauen? Habe ich das Level abgeschlossen? Och nein. Na gut. Wie auch immer. An der Stelle würde ich das gleich mal nutzen. Danke fürs Zuschauen. Macht das Spiel echt wahnsinnig viel Spaß. Das ist richtig cool gemacht eigentlich. Ärgerlich immer nur, dass man nicht so richtig weiß, kann ich jetzt noch das oder das und das machen? Ich will immer zu viel auf einmal, glaube ich, aber wie auch immer. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.